40 Tage Reich Gottes. Heute sind wir schon bei Nummer 39 und wir haben gedacht, wir tun jetzt auch noch Mama Maria zu Wort kommen lassen. Maria Prehan, wir sind hier im Wohnzimmer bei dir, Maria. Jawohl. In deinem Wohnzimmer in Uganda. Amen. Jetzt haben die Leute privaten Einblick in dein Wohnzimmer. Und wir haben ja schon 38 Videos gedreht miteinander. Jawohl. Über die Dinge des Reiches Gottes. Amen. Jesus hat ja 40 Tage gelehrt über die Dinge des Reiches Gottes. Amen. Und wir haben aus dem Wort Gottes rausgeholt, was das Wichtige war für das Reich Gottes. Aber was die Zuschauer, glaube ich, wirklich interessiert, ist, was sind deine Geheimnisse, die du in deinem Leben ergriffen hast? Du hast ja schon über 300 Häuser gebaut, 14.000 Kinder. Du hast ja Reich Gottes mächtig gebaut. Und was sind deine Geheimnisse? Was kannst du den Leuten mitgeben, die jetzt zuschauen und auch Reich Gottes bauen wollen? Was sind die Geheimnisse, die Gott dir gegeben hat? Ja, Pastor Daniel stellt immer so einfache Fragen, die eigentlich einen ganzen Tag erfüllen könnten. Aber ja, ich werde euch jetzt die Schlüssel der Geheimnisse erzählen, die Gott mir gab. Und ja, ich wurde geboren, wisst ihr, als erstes Kind eigentlich nicht gewollt oder nicht geplant. Und außerdem war ich nicht das richtige Geschlecht und habe jahrelang darunter gelitten, dass ich eigentlich eine nicht sehr glückliche Ehe gestiftet habe. Und da habe ich jahrelang mit meinem Selbstwert enorme Schwierigkeiten gehabt. Nach mir kam dann mein Bruder, der absolute erwartete Prinz des Hauses war, und ich habe mich dann sehr an ihn gehalten und gedacht, dann kriege ich vielleicht auch etwas ab, wenn ich nahe bei ihm bin. Aber es war wirklich ein langer Weg, bis ich mich einmal annehmen konnte als wertvoll und als wichtig. Und inzwischen weiß ich, dass Gott uns im Jeremia 29,11 sagt, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Dann heißt es, ruft mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Also, das Wesentliche ist, dass wir erkennen, wer wir sind und dass wir für Gott wichtig sind. Kein Mensch ist ein Zufall, kein Mensch ist ein Unfall. Du bist ein geplantes Kind Gottes. Gott hat dir schon im Mutterleib, wie du noch im Mutterleib warst, hat er dir schon seine Berufung hineingelegt in dein Herz. Und es geht darum, diese Berufung zu finden. Und da muss ich sagen, das war ein langer Weg, aber ich war schon als kleines Kind entschieden, herauszufinden, wozu bin ich auf dieser Welt. Meine Mama hat mir erzählt, dass ich schon als 6-7-Jährige und noch früher gefragt habe, Mama, wozu bin ich auf der Welt? Und sie war sehr überrascht über diese Frage. Ja, das war eigentlich die Kernfrage meines Lebens. Jahrelang habe ich Gott gebeten, mir zu sagen, wozu er mich auf die Welt gestellt hat. Und ich kann mich erinnern, ich war kurz vor 20 und dann habe ich mal gesagt, Herr, kennst du mich? Weißt du überhaupt, wer ich bin? Und dann hat er gesagt, lies Hohes Lied der Liebe 4,7. Und ich habe das gelesen und da steht, du bist mein Liebling und ich sehe keinen Fehler an dir. Ihr Lieben, ich habe geheult. Ich habe gesagt, so siehst du mich? Ich kann dir helfen, meine Fehler zu sehen. Ich habe nämlich nur meine Fehler gesehen, nicht meine Qualitäten. Und da muss ich einer Lehrerin, einer Direktorin aus der Hauptschule wirklich ein großes Kompliment machen. Als ich ihr mein Poesiealbum gegeben habe, hat sie hineingeschrieben, Maria Luise, so ist mein ganzer Name, Gott hat dich mit vielen Gaben und Qualitäten ausgestattet und wuchere mit ihnen. Und du und viele andere werden dadurch glücklich werden. Und ich habe wirklich dann jahrelang geschaut, wo sind meine Qualitäten. Und eigentlich die einzige gute Qualität, die ich gefunden habe, war, ich konnte Menschen immer wieder ermutigen. Und ich glaube, ich habe einen Dienst der Ermutigung. Und ich glaube, das ist auch eine Charaktereigenschaft einer Mutter.
So, wisst ihr, es geht darum, dass du deinen Weg findest. Werde nicht eine Kopie. Ich habe da ein Buch geschrieben, weil ich nämlich auf einem Friedhof jahrelang in kürzester Zeit depressiv wurde. Und dann habe ich gesagt, Herr, wieso passiert mir das? Wieso wäre ich hier depressiv, schwermütig? Sagt er, ja, weil du spürst das Potenzial, das hier begraben ist. Das nie ausgelebt wurde, aus Feigheit, aus Schüchternheit, aus Dummheit, aus Faulheit. Und hier liegt alles begraben. Ich habe hier Menschen, die sind hier begraben. Die haben große Berufungen auf dieser Welt gehabt, aber sie haben nie den Mut gehabt, sie auszuleben. Und so habe ich das Buch geschrieben, im Auftrag von Gott, komm in deine Bestimmung. Gott hat dich als Original erschaffen, stirb nicht als Kopie. Und wisst ihr, wir alle tragen eine Brille auf unserer Seele. Und diese Brille besteht aus zwei Linsen. Die eine Linse besteht darin oder entscheidet, wie siehst du Gott? Die zweite Linse ist, wie siehst du dich selbst? Das erste ist einmal, dass wir wirklich die Liebe Gottes erkennen. Weißt du, Gott ist verknallt in dich. Er glaubt, es ist das Beste, was er je geschaffen hat, als er dich erschaffen hat. Und so darfst du dich auch sehen. Wisst ihr, wir sind eigentlich sehr auf Negatives programmiert. Gott ist auf Positives programmiert. Und da hat mir der Herr mal gezeigt, ein Tischler, der einen Plan bekommen hat, ein wunderschönes, antikes Möbelstück zu machen, der bekommt einen Baumstamm. Und der wird dann geschnitten und noch in kleinere Teile zerstückelt und es schaut immer noch, also es schaut immer wieder aus, es wird noch schlimmer. Wie kann der daraus ein schönes, antikes Möbelstück machen? Aber Lieben, er hat den Plan im Kopf. Und letztendlich entsteht aus dem Rohmaterial ein wunderschönes, antikes Möbelstück. Und so bist du. Du bist vielleicht nur Rohmaterial in den Händen Gottes, aber er hat schon den vollen Plan für dich. Wisst ihr, als ich einmal mir gedacht habe, schauen wir mal die Helden des Alten Testamentes an. Was waren das für Qualitäten von Menschen? Und dann bin ich drauf gekommen. Der Jakob war ein Manipulierer, der Petrus war ein Feigling, der David hatte eine Affäre, der Noah hat sich betrunken, Jona rannte weg von Gott, Mose stotterte und war impulsiv, Paulus war ein Mörder, Gideon war unsicher, Miriam war eine Schwätzerin, Martha machte sich um alles Sorgen, Thomas war ein Zweifler, Sarah war ungeduldig, Zachäus war klein, Abraham war alt und Lazarus war tot. Ihr Lieben, das waren auch keine perfekten Helden. Die hat Gott sich zugerüstet durch einen Besuch, einen lebenslänglichen Besuch auf der Universität des Heiligen Geistes. Denn Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Und so war für mich das ein jahrelanger Weg, um herauszufinden, was sind die Geheimnisse eines fruchtbaren Lebens. Denn die meisten Leute leben ein furchtbares Leben. Aber Gott möchte, dass wir ein fruchtbares Leben leben. Und da hat mir eine Schriftstelle sehr geholfen. Natürlich hat mir vieles geholfen auf diesem Weg und vor allem Mentoren, Menschen, die sich in mich investiert haben, die mich geliebt haben, die mich ermutigt haben. Und dazu gedacht, meine Mutter sehr stark. Und dann eine Schriftstelle im 2. Korinther 3,6. Ich bin nämlich sehr gesetzlich aufgewachsen. Also wir hatten eine strikte Disziplin. Und für mich war eigentlich der Eindruck, dass Jesus gekommen ist, um aus bösen Menschen brave zu machen. Und das war nie der Fall. Er kam, um aus toten Menschen lebendige zu machen. Und da muss man zuerst einmal an seine absoluten Grenzen kommen in seiner eigenen Kraft. Wisst ihr, meine Mutter hat mich erzogen, du kannst alles, wenn du nur willst. Ist eine Lüge. Ich habe es probiert. Du kannst alles, was Gott will. Denn dazu bekommst du die Gnade. Und im 2. Korinther 3,6 heißt es, er hat uns befähigt, Diener eines neuen Bundes zu sein, seines neuen Bundes zu sein, eines Bundes, der nicht auf schriftlichen Gesetzen beruht, sondern auf dem Geist Gottes. Der alte Weg führt in den Tod, aber auf dem neuen Weg schenkt der Heilige Geist Leben. Und ihr Lieben, ich habe mich angestrengt, ein braver Mensch zu werden. Wenn es einen Weg gegeben hätte, mich vor Gott
gerecht zu machen, in meiner eigenen Kraft. Ich hätte ihn gefunden. Aber Gott sei Dank hat Gott mich zur Strecke gebracht. Wisst ihr, jedes gute Werk war mein Auftrag. Ich habe immer geglaubt, alles, was in der Umgebung nicht stimmt, ist meine Verantwortung, es richtig zu machen. Und da habe ich dann auch, und auch bedingt durch ein traumatisches Erlebnis in meiner Jugend, wo ich vergewaltigt wurde, habe ich mich entschieden, heiraten werde ich nie, aber denn ein Mann kann mich so nicht mehr lieben, aber ich brauche Kinder. Und dann wurde ich Kinderdorfmutter. Und ich war bemüht, die beste Mutter zu werden. Und ich wurde es. Ich bekam den Ruf, die beste Mutter in Österreich zu sein. Ja, und da habe ich mich sehr angestrengt. Ich habe 9 Kinder gehabt, 3 Babys darunter und keine Hilfe. Und ich habe mich angestrengt. Und eines Tages, ich wache um 3 Uhr früh auf, liege am Boden mit meinen Kleidern im Wohnzimmer. Das Licht brennt noch, denke ich mir, wie komme ich auf den Boden? Ich verliere meine Kontrolle. Und wisst ihr, das ist das Schlimmste für die westliche Welt, Kontrolle zu verlieren. Ich dachte, ich muss mich noch mehr anstrengen. Damals war ich noch fest im Gefüge der römisch-katholischen Kirche. Dachte ich, ja, da muss ich noch jeden Tag zur Messe laufen. Bin sehr früh aufgestanden, zur Frühmesse gegangen und habe dann meinen Tag erledigt mit sehr viel Arbeit. Und dann bin ich noch einmal am Karfreitag, symbolisch an diesem Tag, das war das Ende des Erdenlebens von Jesus, war auch mein Ende meiner eigenen Selbsthilfe, mich gerecht zu machen. Fand ich mich wieder am Boden, wieder mit meinen Kleidern an, wieder um 3 Uhr früh. Und denke ich, wie komme ich da her? Sage ich, Herr, ich streng mich doch jetzt so an. Sagt er, ja, du bist sehr anstrengend. Und ihr Lieben, das war der letzte Todesstoß in meine selbstgebastelte Erlösung. Natürlich habe ich dadurch auch meine Identität verloren. Ich wusste nicht mehr, wer ich bin. Wenn Gott meine guten Werke nicht will, was will er denn sonst? Was habe ich denn sonst noch zu geben? Und wisst ihr, da war dann ein langer Weg, um herauszufinden, wo meine Identität ist. Denn unsere Identität ist nicht, was wir tun für Gott oder was wir nicht tun, was wir besitzen oder nicht besitzen, zu wem wir gehören oder nicht gehören, sondern wer wir sind in Jesus Christus. Nicht, was wir tun, sondern was er für uns getan hat. Und da war dann ein längerer Weg, um meine totale Identität in Jesus Christus zu finden. Und da habe ich dieses Buch geschrieben. Kannst du dir kaufen. Beim SCM Verlag, auch bei uns in Imst kannst du es bestellen. Also, da kommt eine Zeit, wo der Herr das Alte zerbricht. Wisst ihr, wie bei einem Samen, der in die Erde fällt. Ein Same, der in die Erde fällt, die erste Erfahrung, die der hat, es ist dunkel, er hat keine Ahnung mehr, ob er oben oder unten ist, hinten oder vorne. Die Umstände, die Feuchtigkeit wirken auf den Samen ein. Dann fängt der Same sich einmal von innen her zu ernähren. Das ist, der Keim ist drinnen, aber dann kommt der Mehlkörper. Und den Mehlkörper verwendet der Keim als erstes, sich zu ernähren. Der Mehlkörper ist unsere Seele, unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen. Und da fühlen wir uns noch genährt, da haben wir noch einen Rückhalt. Aber auch da, da fängt nämlich der Keimling an dann zu wachsen, das Leben fängt an zu wachsen. Und dann kommt plötzlich die Zeit, wo wir denken, jetzt zerreißt es uns in diesen Umständen. Und genau das muss geschehen. Wir müssen zerbrochen werden in unserer eigenen Identität, die wir uns gebaut haben oder die unsere Kultur uns gebaut hat. Und da möchte der Herr, dass wir durchbrechen in ein Leben der vollkommenen Abhängigkeit von Gott. Je mehr Überlebensmuster du hast, umso schwieriger ist der Prozess. Umso stärker dein Wille ist, umso größer ist dieser Prozess. Wir sehen diese Prozesse bei den Männern und Frauen Gottes, die er verwendet hat, sein Reich zu bauen. Wenn ich da nur an den guten Mose denke, der als Königssohn aufgezogen wurde. Und das ist eigentlich die beste Erziehung, die man sich vorstellen kann für einen Führer eines Volkes. Aber wer die erste Gelegenheit bekam, hat er getötet. Ihr Lieben, unter enormem Druck steckt in jedem unerlösten Menschen entweder ein Mörder oder ein Selbstmörder. Und wir sind keine armen Opfer, sondern wir sind erlöste Verbrecher.
kannst nur dankbar sein, wenn das, was du durch dein natürliches Leben in dir hattest, nicht voll zum Durchbruch kam, sondern eben durch gewisse Umstände gebremst wurde. Aber jetzt, wir müssen zerbrechen, wir müssen frei werden von Begrenzungen, frei werden vom ständigen schlechten Gewissen, frei werden von Täuschung und Lüge, frei werden von falschen Erwartungen, frei werden von Idealismus und unserer Besserwisserei, frei werden von der Vergangenheit, frei werden vom Aufschieben in die Zukunft, frei werden von Sorgen, von Angst, von Menschenfurcht, frei werden von dir selbst. Weißt du, die meisten Menschen leben, ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns vier. Das ist ein total selbstbezogenes Leben. Der wahre Christ, der durchgebrochen ist in diese Abhängigkeit von Gott und erkannt hat, dass er vor Gott in seiner Kraft ein vollkommener Versager ist, bankrott, und diesen Bankrott erklärt und dann Jesus in sein Leben aufnimmt, der wird erkennen, dass Gott uns alles gibt, was wir brauchen, alles ist, was wir brauchen. Und dann werden wir sagen, Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und da steht jetzt, glaube ich, die gesamte Christenheit. Wir werden befreit von allen falschen Fundamenten, von allen falschen Sicherheiten, wo wir in Geld, in Stellungen, in Macht, in Vergnügen, was ich was alles, Kunst, Sport, unsere Identität gesucht haben. Ihr Lieben, das ist alles Draufgabe. Der Herr sagt, suche zuerst mein Reich, meine Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Es geht um den Stellenwert, den alle Dinge in deinem Leben haben. Es geht um die erste Liebe. Und Gott will deine absolute erste Liebe sein, ohne Konkurrenz. Und wenn du dort angelangt bist, dann bist du im Zentrum deiner Berufung. Und dann kann Gott mit dir machen, was er will. Und ich habe jahrelang gebetet, Herr, du kannst mit mir machen, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst. Kannst mich auch auf null reduzieren. Aber verherrliche deinen Namen, setz mich zum Segen und schenk mir Freude, die diese Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Und dann kommst du in diese Prozesse, wo der Herr dir hilft, in das weite Land einzutreten. Dann wirst du anfangen, die Verheißungen Gottes zu glauben. Und dann wirst du gerne in Gott bleiben, denn zwei Verliebte, die wollen ineinander bleiben. Und das ist das Geheimnis. Wenn Gott deine erste Liebe ist, dann bleibst du gerne in ihm und mit ihm. Dann darfst du deine Leidenschaft leben. Dann wirst du großzügig werden und freudig ihm geben. Dann wird Gott dein Gebiet erweitern. Ihr Lieben, nicht nur das irdische Gebiet, sondern das Gebiet deines Glaubens, deiner Freude, deiner Kraft, deiner Liebe, deines Gebetes, alles Mögliche, dann wirst du Gott vertrauen, mehr als allem anderen. Dann wandelst du in den Werken, die Gott für dich vorbereitet hat. Wisst ihr, als ich nach Uganda kam, und immer wieder falle ich da zurück in so alte Verhaltensweisen, nach einigen Tagen habe ich gesagt, Herr, wo fängt man da an, wo hört man da auf? Die Not ist zu groß. Sagt der Herr zu mir, du bist nicht der Erlöser von Uganda. Wow, da war ich wieder so groß mit Hut. Dann habe ich gesagt, was tue ich dann, Herr? Sagt er, jeden Tag, was ich für dich vorbereitet habe. Und das mache ich jetzt schon über 20 Jahre. Und ich bin selbst überrascht, was Gott vorbereitet hat. Das bezahlt er und das vollendet er. Und da ist aller Stress und alle Verantwortung auf ihm, aber auch alle Ehre und aller Dank. Aber du darfst die Freude behalten. Dann lernst du tiefes Vertrauen in den Vater. Dann wachst du, da kann er dich hinstellen, wo er will. Du fängst an zu wachsen. Dann lernst du zu leben als Königskind, nicht mehr als Sklave. Dann lebst du mit einer neuen Ausstrahlung. Dann lebst du als Jünger. Und ihr Lieben, eines der Merkmale eines Jüngers ist, dass er immer jünger wird. Dann lernst du Gott zu respektieren. Die Gottesfurcht heißt nicht vor Gott bippern und zittern, sondern es heißt Gott respektieren. Dann gebrauchst du deine Zunge zum Segen für dich und deine Mitmenschen. Dann verlässt du dich auf den Schutz des Blutes Jesu. Dann bist du dankbar und positiv. Ihr Lieben, es ist ein Lebensweg mit Gott. Und wir sind alle
immer wieder zurückgerufen in die Universität des Heiligen Geistes. Da gibt es nur Einzelunterricht, man kann nie durchfallen, nur wiederholen. Aber ich rate dir von ganzem Herzen, liefere dich bedingungslos der Liebe Gottes aus. Sag, Herr, mit mir kannst du machen, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst. Kannst mich auf null reduzieren. Aber verherrliche deinen Namen, setz mich zum Segen und schenk mir Freude, die die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Herr Jesus, ich empfange dich als mein Leben, als meine Kraft, als meine Freude, als mein Friede, als mein Alles. Du, Herr in mir, bist meine Hoffnung auf Herrlichkeit. Wage es, dich hundertprozentig Gott auszuliefern. Denn er hat sich dir schon hundertprozentig ausgeliefert durch seinen Tod am Kreuz. Shalom, Shalom.